Was ist eigentlich ein guter Deal momentan? Was ist ein schlechter Deal? Dafür habe ich den Jürgen eingeladen. Jürgen, danke Hallo, für deine Teilnahme hier beim Interview. Gern. Und du bringst ja die Erfahrung mit in allen Marktphasen. Du bist ja schon ein paar Jahre jetzt am Markt. Hast mal vor der Niedrigzinsphase aktiv gewesen, bist während der Niedrigzinsphase aktiv gewesen, bist jetzt immer noch aktiv. Was ist denn eigentlich ein guter Deal und was ist ein schlechter Deal? Also wenn ich jetzt mal so zusammenzähle, wie viele Transaktionen ich jetzt so begleitet habe, es sind jetzt, glaube ich, ein bisschen mehr als 3.000. Okay. Da hat man dann schon so ein paar gute und auch ein paar schlechte Deals mitbekommen. Jetzt hat sich ja echt viel geändert. Und ich glaube, wenn du jetzt die Makler ansprichst, was ist ein guter Deal für den Makler und vielleicht nicht für den Investor, dann ist ja wahrscheinlich die wichtigste Frage, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich das Objekt, das Grundstück, die Wohnung, das Haus, dass ich das zum Notar bringe? Mhm. Ja, also wie hoch ist die Deal-Wahrscheinlichkeit? Mhm. Und danach würde ich mich ausrichten und dann kannst du ja skalieren. Also hat es eine hohe Wahrscheinlichkeit, hat es eine mittlere Wahrscheinlichkeit, dass ich es verkaufe oder vielleicht auch eine niedrige? Und jetzt kennst du ja das Pareto-Prinzip, also mit 20% der Objekte machst du 80% der Umsätze. Ich würde mich jetzt in der Akquisition ausschließlich auf die Objekte mit der ganz hohen Deal-Wahrscheinlichkeit konzentrieren. Mhm. Es gab ja mal so eine Marktphase, wo Objekte total knapp waren und da hat man halt Sachen auch mitgenommen. Ja? Mhm. Und als es schwierig war, gute Objekte zu akquirieren, dann hat man halt auch mal einen Kompromiss gemacht und gesagt, naja, nehme ich das halt mit, vielleicht, die Käufer finden ja auch nichts, akzeptiere ich das so. Das würde ich heute nicht mehr machen. Heute gibt es viele Objekte. Akquisition ist ein bisschen einfacher. Also sich jetzt auf die wirklich gängigen Objekte konzentrieren, ich glaube, das ist umsatzrelevant. Okay. Jetzt stellt sich der ein oder andere sicherlich die Frage, wie erkenne ich, also es gibt ja, du hast jetzt die Erfahrung, kannst du sagen, so, okay, da ist gut, der Dealer ist schlecht. Kannst du vielleicht auch mal einen Mitarbeiter unter die Arme greifen mit deinem Bauchgefühl. Wie kann jetzt jemand, der jetzt noch nicht so viel Erfahrung hat und vielleicht noch ein bisschen jünger ist, entscheiden? Gibt es da irgendwie so eine Berechnungsmöglichkeit oder... Es ist rein erfahrungsbasiert dann das Thema. Ich mache mal ein ganz plattes Beispiel. Also wenn du jetzt Makler an der Ostsee bist und dir bietet einer im Gemeinschaftsgeschäft eine Eigentumswohnung auf der Schwäbischen Alb an, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass der an der Ostsee den Käufer für die Wohnung auf der Schwäbischen Alb findet, nicht sehr hoch. Mhm. Also es wäre mein Tipp heute, nicht mitnehmen. Also regional bezogen dann eher agieren. Oder da, wo du einfach den Eindruck hast, da finde ich Nachfrage. Ja? Vielleicht gibt es ja auch Assetklassen, die laufen heute gar nicht. Und dann eher die Finger davon lassen und sich auf die Sachen konzentrieren, wo man der Meinung ist, da habe ich in meiner Kartei, in meinem Kundenstamm, in meinem Portfolio sozusagen die nötige Nachfrage. Das kann ja manchmal auch so eine Konzentration auf Objekte sein. Kann ja aber auch eine Konzentration auf eine Region, auf eine Lage sein. Wenn ich in einer Kleinstadt bin, bin ich halt König meiner Kleinstadt. Mhm. Ja, und wenn ich in einer großen Stadt bin, dann konzentriere ich mich vielleicht auf eine Asset-Klasse. Ja. Was ist ein guter Deal? Das hängt natürlich vom Preis ab und von der Nachfrage. Okay. Und, also beides muss stimmen. Wenn das zwar total gut ist vom Preis, aber das kauft einfach im Moment keiner, dann Finger davon lassen. Dann ist bestimmt der Verkäufer total happy, wenn sich einer darum kümmert und versucht, dem das Problem zu lösen. Aber das wiederum kann nicht die Aufgabe das macht ja dann vom Makler sein. Sein Problem zu deinem Problem dann. So, und du kannst jetzt auch nicht jede Milchkanne, die man dir vor die Tür stellt, zu deiner eigenen machen. Also da muss man, glaube ich, ein bisschen aufpassen. Ja, okay. Und sich halt wirklich überlegen, womit mache ich absehbar Umsatz. Ich nehme jetzt mal ein Beispiel. Also was ist im Moment schwierig? Neubau. Glaube ich, ziemlich augenscheinlich. Neubau ist schwer in der Krise, deswegen geht es so vielen Projektentwicklern ja nun wirklich ernsthaft schlecht. Mhm. Ja, Frage ist ja, ob du jetzt im Neubauvertrieb das nächste Objekt auch noch mitnimmst, wo jeder weiß, dass Neubauvertrieb halt im Moment sehr schwer gängig ist. Neubauvertrieb meinst du jetzt so im Bauabschnittsverkauf oder wenn fertiggestellter Neubau? Möglicherweise beides. Nochmal unterscheiden? Ja, auf jeden Fall. Also worunter leiden ja die Projektentwickler, dass selbst deren Vertriebsmannschaften wenig verkaufen, weil halt Neubau extrem teuer ist und wegen der Baukosten. Und wenn dann mit den Zinsen das mit dem Preis einfach nicht mehr hinhaut und die Nachfrage komplett stagniert, du jetzt aber als Makler vielleicht schon ganz viele Neubauprojekte hast, die alle nicht laufen, dann hast du da wegen mir 10 Neubauwohnungen. Warum dann noch eine 11. oben draufsetzen? Das macht keinen Sinn. Oder im Neubau ist es schwierig. Warum jetzt noch ein Baugrundstück für einen Projektentwickler akquirieren, auch wenn das preislich vielleicht total günstig ist, aber wenn die Projektentwickler wahrscheinlich im Moment keine neuen Grundstücke kaufen, weil die eher versuchen, ihre vorhandenen loszuwerden, dann ist das wahrscheinlich auch nicht das schlaueste Objekt. Ja, klar. Also vielleicht mehr Bestand als Neubau. Sowas wäre vielleicht eine Aussage. Ja, okay. Also würdest du sagen, Neubau geht gar nicht? Okay, zu den anderen Asset-Klassen, also Mehrfamilienhäuser und Gewerbeimmobilien und so weiter, Spezialimmobilien, wie sieht es da aus? Wir treffen uns in Berlin. Ich
bin mit meiner Firma unter anderem in Berlin und in anderen deutschen Städten unterwegs, aber wir machen so 50% vom Umsatz in Berlin und da in dem Markt für Mehrfamilienhäuser. Und da ist der Markt jetzt um 25-30% zurückgegangen zwischen 2021 und heute. Mhm. Also zwischen Peak und heute Preisreduktion 25-30%. Würde ich mal sagen, ist ein scharfer Einschnitt. Ja? Mhm. Das aber wiederum ist jetzt so deutlich, dass es für viele wieder ein Wiedereinstiegsmarkt ist. Ja, wo viele dann sagen, ja, dann gehe ich in diesen Bestandsimmobilienmarkt, dann gehe ich in so einen Miethausmarkt, mhm. Weil das jetzt zum Wiedereinstieg so eine interessante Preiskorrektur ist, kostet halt nicht mehr 30 bis 35-fach, sondern 22 bis 25-fach. Ja, nicht mehr 3.000 bis 3.500 Euro den Quadratmeter für so ein Bestandsobjekt in der Stadtteillage, sondern 2.000 bis 2.500 Euro. Also überall so eine Reduktion vom Peak um 25-30%. Ja. Wenn das in deiner Stadt zutrifft, dann ist das natürlich total schlau. Ist aber nicht in allen Märkten schon der Fall, ja, weil die Immobilienmärkte, die sind ja ganz unterschiedlich. Die sind unterschiedlich transparent. Hamburg zum Beispiel ist ein sehr transparenter Markt, weil groß. Berlin ist ein sehr transparenter Markt, weil groß. Mhm. Da gibt es gut ausgestattete Gutachterausschüsse, da gibt es viele Marktteilnehmer, Marktberichte. Wir machen sehr viele Zinshausmarktberichte mhm. für unser Segment. Also da wird viel publiziert über Preise, die gehen und Preise, die nicht mehr gehen. Aber es gibt ja auch Immobilienmärkte, die sind more opaque, ja? die sind nicht so transparent. Da kannst du nicht so durchgucken, einfach weil es weniger Transaktionen gibt. Und da hängt der Verkäufer natürlich noch eher an seinem alten Preis, an seiner Wunschvorstellung aus der alten Welt fest. Und der Makler kann halt nur in der neuen Welt verkaufen und nicht mit der Wunschvorstellung aus der alten Welt. Also das zum Beispiel ist schon ein entscheidender Punkt. Also okay, ja. Bin ich in einem Markt, wo die Preisreduktion schon durch ist, oder bin ich noch in einem Markt, wo es noch weiter fällt. Und ich glaube mal, so eine Bodenbildung hat sich jetzt bei Mehrfamilienhäusern ergeben. Da ist Talsohle, zumindest in den großen Städten. Wann hat die begonnen, die Sohle sich zu bilden? Kann man ziemlich genau sagen, zur Jahreswende. Also so im Winter 2022/23, also wirklich Dezember, Januar, war glaube ich so der Tiefpunkt mhm. im Preisrutsch und seitdem sind die Preise auch nicht weiter zurückgegangen. Also stabilisiert mittlerweile? Ja, auf dem neuen niedrigen Niveau. Okay. Ja. Und dann war ja so im Dezember, Januar, Februar auch noch auf der MIPIM im März die große Diskussion, fallen denn die Preise noch weiter? Und viele waren da unsicher. Und jetzt stellt sich raus, die Preise fallen gar nicht weiter, nicht in diesem Segment. Also wir sprechen über Mehrfamilienhäuser, Wohngeschäftshäuser, also Renditeobjekte und nicht im Neubau. Ja, okay. Ja. Also da gibt es jetzt so eine Bodenbildung und wenn wir zum Beispiel im zweiten Quartal feststellen, dass es 50% mehr Geldumsatz gibt als im ersten Quartal. Ja, erstes Quartal ist immer schwach, zweites mhm. Quartal war jetzt deutlich stärker, zumindest für so einen Markt wie Berlin. Dann merkt man schon, da ist so eine Talsohlenbildung. Gilt aber nicht für alle Assetklassen. Ja. Also ich glaube, Gewerbeimmobilien tun sich schwer, Handelsimmobilien strukturell schwer, ja, Office struktureller Leerstand. Also da gibt es bestimmt noch so ein paar Assetklassen, Neubau, weil es einfach stagniert, die mhm. kommen nicht runter von ihren Preisen, aber Nachfrage ist nicht da. Also nicht überall ist quasi die Talsohle schon erreicht. Ja, okay. Und da muss man halt genau ein Gefühl dafür kriegen, wo stecke ich. Ja. Und dann ist ja die Kunst vom Makler, transportiere das mal deinem Eigentümer. Ich glaube, das ist unsere Hauptkunst, ja. den Markt darzustellen, wie er ist. Also offen, transparent, über Werte und realistische Kaufpreise sprechen. Ja. Und ehrlich gesagt, Mondpreise, da müssen wir jetzt den Kampf ansagen. Also ich gucke manchmal mit Begeisterung in den Marktplätzen, was es da so gibt. Wir sind für Off-Market zuständig. Wir inserieren diese Investmentsachen nicht, aber manchmal gucke ich da rein und stelle fest, das ist so der Friedhof der Wunschpreise. Ja? Mhm. Also da inserieren sie dann alle das, was schon lange nicht mehr marktgängig ist. Wenn das dein Eigentümer will und du merkst, der will da auch nicht davon runter, dann ist es nicht das richtige Angebot. Dann musst du als Makler halt einfach die Finger davon lassen. Genau. Also entweder versuchen, den Markt so transparent darzulegen mit allem Zahlenmaterial, was man hat. Ich glaube, das ist ganz wichtig, dass wir jetzt einfach auch mehr Research machen. Ja. Also auch Fakten basiert, das einem Eigentümer erklären. Also wir machen das jeden Tag, aber ein mhm. Eigentümer ist vielleicht ein Privater, der macht es einmal im Leben, ja, oder halt nicht zumindest so regelmäßig. Verstehen, ja, muss genau, den musst du mitnehmen, auch in die neue Welt überführen. 10 Jahre lang hat man dem erzählt, jedes Jahr gibt es 10% mehr Preis, war ja auch so in diesem mhm. Superzyklus und plötzlich ist es anders. Ja? Und jetzt ist das Narrativ halt, wir haben einen Käufermarkt und das muss man dem Verkäufer ja erstmal erklären. Und das ist unsere Aufgabe. Wann ist denn deiner Meinung nach, also eine Bodenbildung haben wir jetzt gemacht, jetzt haben wir natürlich keine Glaskugel da, aber was denkst du, wann wird es denn wieder ein bisschen Mehrwert werden alles? Also die
Mehrfamilienhäuser. Wird es irgendwann wieder anfangen jetzt demnächst, dass die Preise langsam steigen? Wahrscheinlich mit den steigenden Mieten. Wird vielleicht wieder nach oben ein bisschen was gehen? Oder wie siehst du das? Das ist eine symbolische Frage, ja. Also find ich gut. Also ich glaube, für das, was wir jetzt in den letzten anderthalb Jahren gesehen haben, ist die Feststellung, wir haben eine Talsohle erreicht und der Markt hat sich stabilisiert, schon mal eine Riesenaussage. Ja. Ja, wenn sonst überall die Kurve weiter nach unten geht, ist ja hier für dieses eine Marktsegment eine Stabilisierung schon mal eine große Aussage. Mhm. Ja, ich glaube übrigens, dass so kleine Zinsschritte, so um also ich, weitere 25 Basispunkte, die sind da preislich schon mitgedacht. Ja, also da wackelt jetzt nichts mehr, selbst wenn da noch ein bisschen EZB-mäßig am Zins gedreht wird. Also das würde ich mal sagen, ist jetzt eingepreist. Mhm. Ich glaube nicht, dass wir heute schon über eine Preissteigerung oder eine Rückkehr in die alte Welt reden können. Das wird nicht der Fall sein. Ich glaube, das ist jetzt die neue Welt, das neue Narrativ, in dem muss man sich zurechtfinden. Und für viele Käufer ist das ja auch eine echte Chance, jetzt einzusteigen. Ja. Ich würde mal so sagen, mit den Preisen von gestern, aber mit den Mieten von morgen. Und das macht natürlich für den Bestand ziemlich viel Sinn. Ja, ja, dass man da mittel- bis langfristig dann drinnen bleibt. Wie würdest du sagen, im Eigentumswohnungsbereich, hat das Einfluss gehabt? Also Mehrfamilienhäuser sind nicht gut runtergegangen vom Preis, haben wir verstanden. Wie sind die Eigentumswohnungen betroffen? Also manchmal bin ich amüsiert, wenn ich so Zeitungen lese und da heißt es, starker Einbruch bei den Eigentumswohnungspreisen, minus 0,47% oder minus 0,85%. Ja. Das ist im Verhältnis zu minus 30%. Nix. Ja. Also, die Frage ist auch, stimmt das, was da steht? Ja, das ist eine gute Frage. Also ganz häufig sind es Angebotspreise, ja, weil die halt aus Portalen sind. Und Angebotspreis, wissen wir ja, ist kein realisierter Kaufpreis, ja, der nachher beim Notar unterschrieben wird. Also muss man wirklich sehr genau unterscheiden. Aber was halt auch gilt, bei auch vor allem Bestandswohnungen hat die Preisreduktion später eingesetzt und war weniger deutlich. Die ging einfach nicht so knallig sozusagen von jetzt auf nachher, nicht so innerhalb von einem halben Jahr, sondern das tröpfelt so langsam nach unten. Okay. Und da hätte ich so den Eindruck, da ist noch keine deutliche Stabilisierung spürbar. Und beim Neubau geht es irgendwie gar nicht, weil keiner, der jetzt eine Wohnung neu gebaut hat, nennenswert vom Preis runter kann. Das kann der ja wegen seiner Herstellungskosten gar nicht. Also der liegt halt jetzt auf seinen Listings, der steht jetzt auf diesem Bestand und muss ja versuchen, das möglichst preissensibel jetzt zu platzieren. Mhm. Aber der hat nicht so diese Preiselastizität. Wie es in der 10 Jahre rum hat. Von einem Eigentümer, der jetzt natürlich auch eine ganz tolle Wertentwicklung hat. Dann kriegt er halt nicht mehr 100% vom Gewinn, sondern kriegt er halt nur noch 85% vom Gewinn. Und das ist dann für viele steuerfrei. Also für den ist es ja einfach, im Preis was zu reduzieren. Mhm. Der Projektentwickler, der das jetzt neu gebaut hat, der kann es nicht. Ja. Okay, alles klar. Gut, dann vielen Dank auf jeden Fall für deine Einschätzung und deine Einblicke. Wir nehmen mit, in den transparenten Märkten kann man jetzt auf jeden Fall schon bessere Deals machen im Einkauf als in den intransparenten. Glaube ich, ja. Und genau, als Makler halt sehr hart selektieren und mit den Verkäufern auch mal hart sprechen und auch den ein oder anderen Deal ablehnen. Da kommt es ja vielleicht aber, drauf an. Aber Fabian, vielleicht nochmal zu den Kosten, die die Makler haben. Ich glaube, das ist der ganz, ganz entscheidende Punkt. Warum ist das so relevant? Ja, also es gibt ja viele Dienstleister, die haben ihre Kosten im Griff, aber manche haben ihre Kosten auch nicht im Griff. Den Gedankengang vielleicht. Also wenn die Preise jetzt mal in meiner Welt um 30% zurückgegangen sind, ja, dann rechnen wir vielleicht mal kurz gemeinsam. Ja, also rechnen mal so ein Beispiel durch. Ja. Der Makler hat bisher 100 verdient, so also 100%. Und da die Provision ja abhängig ist vom Kaufpreis und wenn der Kaufpreis jetzt um 30% sinkt, verdient der Makler nicht mehr 100, sondern 70, ja, also 30% weniger. Und das betrifft nur den Kaufpreis. Jetzt wird ja aber vielleicht auch insgesamt weniger gehandelt, weil es weniger Kauffälle gibt. Ja, vielleicht gehen auch die Kauffälle um 30% zurück. Wie sind die denn wirklich zurückgegangen jetzt in Berlin? Na, schon spürbar. 30, 40%. Ich nehme mal ein Beispiel. Also, Die Kaufpreise sind um 30% zurückgegangen, Makler verdient nicht mehr 100, sondern 70. Ja. Und jetzt gibt es aber auch 30% weniger Kauffälle. Also ich muss jetzt auch von diesen 70 nochmal 30% runternehmen. Jetzt schnell Dreisatz rechnen, dann bin ich bei 49. Ja. Also wenn ich 21 abziehe, bin ich bei 49. Klingt schon nicht mehr so gut. Also alte Welt habe ich 100 verdient, jetzt verdiene ich noch 49. Achtung Umsatzrendite. Und wenn ihr jetzt vielleicht noch eine Preisdiskussion habt, was die Provision angeht, weil vielleicht auch die Provision stärker nachgefragt wird in so einem käuferorientierten Markt. Mhm. Wenn da der Makler dann nochmal vielleicht 10% weniger Provision im Schnitt verdient, dann muss ich also von den 49% nochmal 10% wegnehmen, nämlich bei 44. Mhm. Also Makler hat in der alten Welt 100 verdient und dann mache ich diese drei
Rückgänge 70, 49, 44. Und wenn ich also bisher 100 verdient habe, jetzt verdiene ich 44. Da muss ich meine Kosten ganz schön im Griff haben. Mhm. Da gibt es eigentlich nur eine Antwort. Du musst mehr Deals machen. Also du musst quasi, wie wenn du auf dem Rennrad unterwegs bist, am Berg Gas geben. Mhm. Und das fällt nochmal natürlich hochschalten gleichzeitig. Vielen schwer. Ja? Also müssen wir richtig powern, aber deswegen halt auch nur marktgängige Sachen reinholen und auf die volle Konzentration. Dann, glaube ich, haben wir eine realistische Chance. Ja. Aber für die müssen wir, glaube ich, auch sehr viel mehr machen als früher. Ja? Jetzt zu warten, dass irgendwie einer kommt und uns die abverkauft, das wird nicht mehr funktionieren. Ja. Jetzt müssen wir es richtig reinhängen. Also kostensensibel sein, auf die marktgängigen Objekte achten und dann aber auch sozusagen die Marktwahrscheinlichkeit, die berücksichtigen und den Mondpreisen, den sagen wir den Kampf an, dann müsste eigentlich funktionieren. Derjenige, der jetzt performancebasierte Mitarbeiter hat, den trifft es ja nicht so hart wie die Festangestellten mit einem hohen Festgehalt, weil da gehen auch die Kosten ja ein bisschen runter gleichzeitig mit dem Umsatz. Und wenn man die Leute irgendwie fest also aus unternehmerischer Sicht jetzt beschäftigt hat, dann sind halt die Kosten eine Konstante und dann wird es hart. Ne? Ja, nur das Kapital von jedem Makler sind ja seine guten Mitarbeiter. Genau. Ist bei mir auch so. Mhm. Also allein machst du gar nichts, du brauchst ein tolles Team. Ich bin super dankbar für ein perfektes Team. Und ein gutes Team will aber auch gut bezahlt sein. Also das gehört einfach mit dazu. Genau. Ja? Und trotzdem brauchst du aber natürlich die Hungrigen. Ja? Selbst wenn die ein tolles Gehalt bekommen, brauchst du natürlich die Hungrigen. Und die aber ehrlich gesagt jetzt auch mal was Neues ausprobieren. Es gibt ja manchmal die immer noch in der alten Welt verharren. Ich mache jetzt genau das, was ich auch in den letzten 10 Jahren erfolgreich gemacht habe. Mhm. Ja? Das sind natürlich diejenigen, die in der Sackgasse landen. Denn wenn du jetzt, wo sich alles geändert hat, aber dein eigenes Verhalten gar nicht änderst, dann hast du natürlich auch die Lektion dieser Marktveränderung nicht realisiert. Ja, okay. Also vielleicht hatte ich früher so eine kleine Kartei von Dauerkäufern, die einfach gut erworben haben. Die sind halt nichts mehr wert, im Zweifelsfall. Genau. Und wenn die jetzt aber heute halt nichts mehr kaufen, dann hilft dir das Erfahrungswissen der letzten 10 Jahre im Superzyklus ehrlich gesagt ziemlich wenig. Mhm. Jetzt brauchst du, glaube ich, die Kollegen, die flexibel im Kopf sind, auch mal was Neues machen und ehrlich gesagt Drive und Power haben und auch ein bisschen hungrig sind. Ja. Und auch lustig sind, mal einen anderen Weg zu gehen, was Neues ausprobieren. Gehört ja auch eine Frustrationstoleranz dazu. Ja? Mhm. Und da brauchst du auch als Angestellter sozusagen den mit dem Unternehmer gehen. Also der was unternimmt und nicht was unterlässt. Ja? Und dann hast du, glaube ich, ein gutes Team. Ja, glaube ich auch. Ja. Also ich glaube, viele reden ja über den Immobilienmarkt in der Krise. Mhm. Ich glaube, es ist nicht alles Schatten. Es ist auch Licht. Ja? Und wenn der Neubau echt schweres Fahrwasser hat, das können wir gar nicht in Abrede stellen. Und ich bin froh, dass ich kein Projektentwickler mit Projekten irgendwo, was ich 100 Kilometer vor der Kernstadt bin. Also die haben es einfach schwer. Aber wenn ich mir jetzt den Bestandsimmobilienmarkt angucke, die sind Profiteur der Krise, ja? Weil Bestand einfach so viel günstiger ist als Neubau. Und weil du einfach nicht wieder errichten kannst für den gleichen Preis. So ist es. Ja. Und wenn der Bestand halt die Hälfte vom Neubau kostet, ja, und gleichzeitig die Mieten steigen, ja, dann ist es natürlich tatsächlich was Spannendes bei aller energetischen Sanierung, die auf die Leute zukommt. Aber dann macht das Thema Freude. Und insofern gibt es, glaube ich, auch eine gewisse Chancenorientierung. Mhm. Und die müssen wir uns als Unternehmer einfach dauerhaft immer wieder auf den Tisch holen und die Chancen im Markt nutzen, so schwierig wie das zum Teil ist. Aber es ist halt auch nicht in allen Assetklassen so. Und als Makler muss ich mich auf das konzentrieren, was geht und nicht auf das, was nicht geht. Ja, das war doch mal ein guter Schlusssatz. Viel Erfolg weiterhin, auch wenn der Danke, Markt jetzt schwerer geworden ist. Danke für deine Zeit. Und gerne. Wenn ihr irgendwelche Fragen habt, einfach in die Kommentare reinschreiben. Wir beantworten es dann.